Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Pokémon Legenden Arceus. Und in der letzten Folge haben wir schon gesehen, dass es in dieser Folge ja zum Solo-Kämpfer-Pfad geht mit dem Evoli. Und da werde ich jetzt gleich erstmal schauen, was wir da an Evolis haben und ob wir da ein starkes haben oder ob wir hier auch wieder eins noch ein bisschen trainieren müssen. Und dann werden wir uns auf jeden Fall, egal wie stark unser Evoli ist, erstmal den Gegner angucken, den wir bekommen. So. Dann einmal Pokémon suchen. Und wir wollen Evoli. So, was haben wir? Level 53, das hört sich doch schon mal super gut an. Was haben wir hier? KP auf 2, 1. Das ist auf jeden Fall stärker als das obere. Können nochmal weiter durchgucken. Aber Level 3 und... Halt, da war noch eins. Das war vermutlich schwächer, aber wir gucken trotzdem Level 29. Okay. Ich glaube, um das Ganze ein bisschen anzupassen, wir haben ja eh 92 hier davon. Können wir hier gerade das Evoli nochmal ein bisschen pushen. So, von dem anderen haben wir nicht mehr ganz so viel. Da würde ich eher sagen, wir machen auf jeden Fall das Leben noch ein bisschen höher. Und Angriffs- und Verteidigungswert. Das muss ausreichen. Und gleich schauen wir uns auf jeden Fall nochmal die Attacken an, die Evoli kann. Und eventuell bringen wir Evoli auch nochmal was bei. So. Evoli. Attacken verwalten. Ich glaube, Kulleraugen brauchen wir nicht. Wir haben Sternschauer. Mit Stärke 60. Risikotackle zieht uns selber was ab. Die Attacke vom Gegner kopieren, das kann vielleicht auch gar nicht so verkehrt sein. Ruckzuck-Hieb, ich glaube, das können wir, weil Ruckzuck-Hieb ist einfach mega schnell. Aber ich glaube, wir müssen auf jeden Fall Gedankengut noch austauschen. So, gehen wir nochmal hier zur guten Belila. Evoli. Ach, wir können... Die werden ja immer weniger... Wir können gar nicht allen Pokémon alles beibringen. Na gut, dann nehme ich hier Eisenschweif. Ich habe gedacht, wir können das allen Pokémon beibringen, aber wir haben da immer nur eine Möglichkeit. So. Okay. Auf jeden Fall Evoli, Attacken verwalten. Und wir haben hier noch die Stahlattacke. So, dann schauen wir uns doch mal an, was denn Evolis Gegner ist. Wettkampffahrt gibt's auch. Solokämpferfahrt. So, schon gespannt. Was setzt er ein? Oh, das ist aber
nicht ganz fair gegen unser kleines Evoli. Aber auch nur Level 50. Was war das? Offensivkraft erhöht. Oh, die machen gar keinen Schaden. Wir können auch unsere Offensivkraft erhöhen. Ich probiere mal einen mitzugeben im Eisenschweif. Ohne Tempotechnik. Okay. Das ist ein echtes Problem. Und das ist noch ein größeres Problem. Okay, das war nichts, Evoli. Wir haben nur zwei Attacken, die Wirkung haben gegen das Pokémon. Nein, wir möchten es erstmal nicht nochmal probieren. Okay, wir haben hier nochmal ein paar Bonbons bekommen. Ich gebe dem jetzt einfach hier nochmal drei Stück. 56. Die S würde ich auch noch... Und auch nochmal ein Level. Haben wir noch irgendeine Attacke? Attacken verwalten. Also, Risikoattacke und Ruckzuck-Keep ging gar nicht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt gut ist. Wir probieren das einfach mal. So. Herausforderung stellen. Beginnen. Okay, das wird schon wieder richtig Krise. Okay, Level 57. Der Gegner fängt einfach immer an. Aber wir machen das jetzt genauso. Er erhöht die Offensivkraft und wir machen eine Tempoattacke. Okay, beides erhöht. Das hat nicht so viel gebracht. Eisenschweif. Okay, wenn wir da im Volltreffer landen, das könnte was werden. Und ich verstehe immer noch nicht, warum er da doppelt angreifen kann. Wenn wir Eisenschweif auch noch als Speed- und als Kraftattacke hätten, vielleicht. Da verlieren wir direkt. Ich habe gar nicht geguckt, können wir Tränke einsetzen in dem Kampf? Moment. Ich habe die ganze Zeit gar nicht drauf geachtet. Konnten wir hier irgendwie Items verwenden? Weil dann könnten wir Hypertrank verwenden. So, er fängt an. Okay, wir dürfen keine Items einsetzen. Das ist schon mal nicht so gut. Und das ist noch viel schlechter. Wir halt hier nur zu 75% treffen und zu wenig Schaden machen, das stört halt wirklich. Okay, ich glaube, unser Evoli ist einfach zu schwach.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt leicht übertrieben habe mit 4 von den Bonbons. Wir haben einen Meistersamen. So. Attacken meistern. Und Eisenschweif. Da freut sich's. Okay, da können wir vielleicht eine Tempo-Attacke machen und mit einer Kraftattacke dann vielleicht gewinnen. Okay, Level 67. Herausforderung stellen. Evoli. Ich habe mir das echt einfacher vorgestellt. Wir müssen wirklich die Pokémon krass hochleveln, um das zu gewinnen. Weil er halt auch immer eher dran ist als wir. Meistens, wer gewinnt, wer beginnt, gewinnt. Tempo-Attack. Bringt aber anscheinend nicht wirklich viel. Nochmal eine Tempo-Attacke. Wow. Okay. Kraftattacke. Mit ein bisschen Glück. Reicht nicht aus. Aber wir hatten zumindest schon mal im roten Bereich. Wir probieren es nochmal neu. Vielleicht, wenn es zwischendurch einmal nicht angreift. Aber ein fairer Kampf ist das hier ganz sicherlich nicht. Okay, es fängt damit an. Vielleicht ist das unser Glück. Ich könnte das kopieren. Wir probieren mal was. Das war eigentlich ein guter Treffer. Das war auch ein guter Treffer. Wenn ich jetzt Mimikry einsetze, dann ist deine Offensivkraft, glaube ich, auch verringert. Was? Wir haben das nur gelernt. Das lohnt sich natürlich überhaupt nicht. Ich dachte, das macht gleich die Attacke. Das heißt, wir lernen die Attacke. Okay, dann ist Mimikry in dem Kampf absolut nicht zu gebrauchen. Ich dachte, wir besiegen ihn vielleicht mit der eigenen Attacke. Also wir müssen ihn irgendwie mit 3 Attacken besiegen. Zwei Tempo-Attacken. Eine Tempo-Attacke, vielleicht ein Volltreffer. Ich mache mal eine normale Attacke. Zieht aber auch nicht wirklich viel ab. Okay, er ist doppelt dran. Jetzt muss ich eine Speed-Attacke machen. Und wir haben verfehlt. Okay, das war unser Verlust. Ich verstehe nicht, warum er jetzt doppelt dran war. Wir haben extra eine Speed-Attacke gemacht. Aber es hat dann doch nicht geklappt. Wir brauchen hier wirklich mega Glück.
Also ich gehe von 2 Speed-Attacken aus und einer Kraftattacke und einem Volltreffer dabei. Und jetzt ist schon unsere Offensivkraft verringert. Probier mal was anderes aus. Krafttechnik. Wir haben hier halt noch keinen Schaden gemacht. Aber Defensivkraft ist erhöht. Die Frage ist, wie lange das bleibt. Und wir haben schon wieder verfehlt. Das ist Mist. Machen wir jetzt ein bisschen Schaden. Also ich glaube, am Anfang ist es vielleicht doch gar nicht so schlecht, wenn wir mit einer Kraftattacke anfangen. Ich freue mich schon mega auf Carpador. Das kann richtig was werden. Okay, das ist gut für uns. Weil jetzt können wir... Wir lassen ihn einfach doppelt angreifen. So, Offensivkraft erhöht, Defensivkraft. Und er macht trotzdem viel zu viel Schaden bei uns. Das kann doch alles nicht wahr sein irgendwie. Jetzt macht er wahrscheinlich auch gleich eine Tempotechnik. Irgendwas machen wir falsch. Ich meine, wir sind 7 Level höher und wir kriegen es einfach nicht kaputt. Ob wir noch einen Spukball lernen müssten oder irgendwas? Es ist schon gut, dass wir Eisenschweif gelernt haben. Okay, er fängt mit so einer Attacke an. Aber damit schwächt er halt auch gleich unsere Offensivkraft. Okay, wir können das... Können wir das aufgeben? Das macht ja so wie gar keinen Sinn, wenn wir immer unsere Attacke hier... Okay, ein ernster Kampf. Wir können nicht fliehen. Dann kämpfen wir. Wir brauchen definitiv irgendeine andere Attacke, die besser ist. Oder wir müssen das Evoli noch mal ein bisschen pushen. Wobei ich auch nicht glaube, dass wir es mit Level 70 besiegen werden. Nein, wir wollen es nicht erneut versuchen. Wir brauchen irgendwie eine neue Attacke. Okay, was können wir noch lernen? Attacke beibringen. Evoli. Wir könnten Erholung lernen. Energiefokus. Volltrefferquote. Spukball. Okay, wir lernen Spukball. So, nichts weiter. Evoli. Attacken verwalten. Spukball und so.
Und... ich baller jetzt hier einfach nochmal rein. Ich weiß nicht, ob das was gebracht hat, aber... nein. So, Evoli. Mal gucken, vielleicht können wir mit dem Spukball irgendwas ausrichten. Okay. Es erhöht seine Offensivkraft, das heißt, wir können... Spukball ist nicht effektiv. Das heißt, wir können voll reinhauen jetzt eigentlich. Oh, vielleicht ist... Vielleicht können wir so gewinnen. So können wir nicht gewinnen. Wir müssen auf jeden Fall zweimal treffen, sonst ist das Ganze natürlich relativ sinnfrei. Ich glaube, das wäre unser Sieg gewesen, hätten wir da getroffen. Okay, aber ich denke mal, so kann es funktionieren. Das ist gut, wenn du das am Anfang machst. Weil er ist maximal zweimal dran, bis wir dran sind. So, und jetzt geben wir ordentlich einen mit. Das geht über die Hälfte. Und die Defensivkraft ist verringert. Unsere Offensivkraft ist auch ein bisschen verringert, aber mit noch einer Kraft. Es könnte reichen, wenn wir Glück haben. Sehr gut. Es hat gereicht. Okay, also zweimal eine Offensivattacke mit einer Kraftattacke machen. Wow, okay. Aber ich glaube, das hätte auch mit Level 50... Ich weiß nicht, ob es da schon gereicht hätte. Da wären wir wahrscheinlich noch zu schwach gewesen. So. Wir bekommen wieder EP-Bonbons. Und... ihm war es wieder ein Vergnügen. Ja, uns nicht ganz so. Evolis Solo-Kämpferfahrt abgeschlossen. Und wir bekommen 10-mal EP-Bonbon S wieder. Können wir gleich ins nächste Pokémon wahrscheinlich reinbuttern. So, okay, super. Dann haben wir das mit Evoli geschafft. Und in der nächsten Folge geht's weiter mit dem nächsten Solo-Kämpferfahrt, mit dem nächsten Pokémon. Ich bin schon gespannt, was da auf uns zukommt. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.